Herzlich willkommen zu einem neuen Blogbeitrag für diese Woche. Und ich habe mir in dieser Woche wieder eine Frage herausgesucht. Eine Frage, die ziemlich oft in meinen Coachings an mich gestellt wird und von der ich deshalb denke, dass sie vielleicht alle interessiert oder jedenfalls mehr interessiert. Deshalb will ich sie heute in meinem Blogbeitrag beantworten. Die Frage heißt ganz einfach, Sven, wie denkt man eigentlich größer? Oder anders formuliert, du sagst immer, denk, größer denken, wie geht denn das eigentlich? Also methodisch, was muss ich tun? Ich bin ja bereit, größer zu denken, aber was muss ich denn tun, größer zu denken? Lasst uns mal diese Frage so ein bisschen auseinandernehmen, weil sie hat ein paar unterschiedliche Gebiete sozusagen. Die Frage ist, oder eigentlich hat sie zwei große Gebiete. Die eine Frage ist, was ist denn eigentlich sozusagen der erlaubte Raum, um groß zu denken? Also wie groß darf es denn sein? Das ist die erste Frage. Und zweitens, wie kriege ich es hin, dann innerhalb dieses erlaubten Raumes dann für mich noch die beste, also die Idealpositionierung, wenn man so will, mein erstrebenswertes, mein bestmögliches Zukunftsbild zu kriegen. Ich fange mit dem ersten an, also der Möglichkeitenraum. In der Zukunft. Du hast wahrscheinlich schon mal von Google gehört und von dieser Google-Methode 10-mal größer zu denken. Ja? Die sogenannte Moonshot-Methode. Das ist das, warum ich hier gerade im All stehe und heute sozusagen meinen Blogbeitrag aus dem All heraus an dich richte. Die Moonshot-Methode bei Google, die ist jedenfalls in der Wirtschaft breit diskutiert, überall, auf allen Innovationskonferenzen und so weiter. Wie machen die das? Und ehrlich gesagt, es gibt gar nicht so die Methode nach dem Motto, mach Schritt 1 so und Schritt 2 und Schritt 3 oder so. Das gibt es überhaupt nicht. Was es aber gibt, ist die Überlieferung, dass die Google-Chefs, also die Vorstände und so die leitenden Mitarbeiter, wenn eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter mit einer Idee hinkommt, dann passiert es sehr, sehr häufig, dass sie sagen, das ist ganz toll, das ist schön, aber jetzt geh nochmal zurück und überleg mal, wie dein Vorschlag wäre, wenn es 10-mal mehr wäre. Also, wenn du 10-mal mehr Geld dafür einsetzen könntest, wenn du 10-mal mehr Zeit einsetzen könntest, wenn du 10-mal mehr Leute hättest, wenn du 10-mal mehr. Also, wenn alles 10-mal mehr wäre, wie wäre dann dein heutiger Vorschlag für das, was du da heute vorschlägst? Das ist ehrlicherweise eine anstrengende Methode. Also es ist für die Leute anstrengend. Irgendwann natürlich kommt man dahinter und irgendwann stellt man fest, so könnte es gehen und so. Also man gewöhnt sich daran, aber es ist nicht einfach, wenn man es noch nie gemacht hat. Und trotzdem muss man es tun. Trotzdem muss man es für sein eigenes Leben tun. Ja, ich mache das auch ab und zu, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn in dem zweiten Teil des Coaching-Programms, also in der zweiten Phase, in der ersten Phase geht es ja sozusagen darum, Möglichkeiten, Raum, und dann in der zweiten Phase, was kann ich denn tun? Und wenn in dieser zweiten Phase jemand kommt und sagt, ja, ich habe das und das Zukunfts-Ich und dann habe ich noch ein zweites, ein drittes, viertes, fünftes bis zum zehnten sozusagen und ich schaue mir die an und die sind aber, naja, das ist fast gar kein Unterschied zum jetzigen Zustand, dann sage ich, nee, so geht das nicht, jetzt müssen wir das nochmal von vorn machen. Und dann mache ich das tatsächlich ab und zu, dass ich jemanden zurückschicke und sage, so, wenn du jetzt 10-mal mehr Zeit, 10-mal mehr dies, 10-mal mehr jenes und so weiter, alles 10-mal mehr hättest, bitte mache eines deiner Zukunftsbilder mit einem sozusagen als ein 10-mal mehr Zukunftsbild. Naja, das ist sozusagen was die Googles machen. Aber darüber wollte ich eigentlich gar nicht so lange reden. Ich wollte über dich reden, über dich und vielleicht auch ein bisschen über mich, wie ich in unseren Coaching-Kurse die Coaches dazu bringe, tatsächlich ein bisschen größer zu denken. Aber auch nicht zu groß. Das sind wieder diese zwei Seiten. Ja? Also der Möglichkeitenraum, den jeder von uns hat, der ist zwar groß und den müssen wir auch immer weiter, also die Grenzen immer weiter nach außen schieben, immer weiter ausdehnen. Aber es geht nicht darum, irgendwelche rosa-roten Blümchenträumereien oder so etwas zu machen, die völlig unrealistisch sind, die einfach überhaupt nicht gehen. Das bringt niemandem etwas, weil bei diesem Zukunftsbild wird nie irgendwer ankommen können. Also diese zwei Seiten. Wie geht es? Es gibt zwei Methoden, die ich dir
die ich dir kurz erklären möchte, die jede und jeder für sich ganz einfach anwenden kann. Für die eigene Planung, egal ob du jetzt auf dem Weg schon zu deinem Zukunfts-Ich bist und wirklich so eine Zukunftsplanung machst oder ob es einfach nur für die nächste Urlaubsplanung oder sowas geht. Für jede Planung kannst du diese zwei Methoden anwenden und das will ich dir ganz einfach zeigen. Die erste Methode, wie man sowas macht, ist, man kann sich fragen, wie hätte der und der das gemacht. Also nimm dir irgendein Idol, was du hast, weiß ich nicht, Michelle Obama beispielsweise oder Bill Clinton oder meinetwegen, weiß nicht, Sebastian Vettel oder Ballack oder Rudi Völler oder keine Ahnung, irgendein Idol, völlig egal, welches Idol, was du hast. Und dass du ein bisschen kennst, ja, also wo du auch weißt, Mensch, wie tickt der oder die, wofür steht der oder die, logisch, das ist das Wichtige. Und dann fragst du dich, okay, wie hätte denn der und der jetzt meine Fragestellung behandelt? Also was würde der und der jetzt machen? Typisch in der Wirtschaft macht man das typischerweise mit den großen Firmen, den großen innovativen Firmen, die man so kennt, ja, also die Apples, die Googles, die Amazons. Da fragt man sich, wenn man irgendein neues Produkt oder irgendein neues Geschäftsmodell entwickeln will, fragt man sich, Mensch, wie hätte denn Google das gemacht? Ja, also beispielsweise, um das zu verstehen, ich sage dir mal ein Auto, ja, ein Auto der Zukunft. Jeder weiß, wie Auto aussieht, ja, so eine Kiste mit vier Rädern und links sitzt der Fahrer, manchmal sitzt er auch rechts in manchen Ländern und dann sind so die Sitze, die sind nach vorne und vorne gibt es die Windschutzscheibe und das Lenkrad, naja, wie halt Auto so aussieht. Das kennt ja jeder. Wenn du jetzt fragst, wie würde Google ein Auto bauen, dann sieht dieses Auto völlig anders aus. Weil dieses Google-Auto, da geht es nicht darum, dass da einer fährt und die anderen gucken zu sozusagen, ja, und sitzen da wie, also so in diesen Piloten sitzen nach vorne und gucken da aus dem Fenster. Nee, bei Google geht es darum, in der Zeit, wo du bei Google bist, was übrigens kostenlos ist, mache möglichst viel andere Dinge, kaufe möglichst irgendwie deine nächste Urlaubsreise da ein, kaufe da irgendwelche roten Schuhe ein, kaufe Entertainment ein, vielleicht auch deine Einkaufsliste sozusagen, die Nahrungsmittel, die du in der nächsten Woche brauchst. Darum geht es bei Google. Ja, wenn du bei mir bist, kaufe möglichst viele Sachen ein, weil ich verdiene daran, also sagt Google. Also, wie sieht ein Google-Auto aus? Ein Google-Auto hat wahrscheinlich keine Fenster, weil das Rausschauen lenkt ab. Wenn du in einem Google-Auto bist, sollst du nicht rausschauen. Du sollst auf ein Display schauen, sollst da Sachen kaufen. Du musst auch nicht anfassen und irgendwie fahren, das macht das Ding selbst. Das ist ein selbstfahrendes Robotaxi. Es ist übrigens auch kostenlos, in diesem Google-Auto zu fahren. Natürlich. Ja, hast du für den Hauptjob, den Hauptdienst, den Google anbietet, jemals irgendeinen Cent bezahlt? Also für gibt einen Suchbegriff ein und das Ding antwortet? Nee, wir zahlen nichts, es ist kostenlos. Aber in der Zeit, wo wir bei Google sozusagen auf dem Sitz sitzen und von A nach B fahren, da macht Google Geld mit uns. Und wenn du das jetzt aufs Auto überträgst, dann hast du plötzlich eine Kiste, eine rollende, selbstständig rollende Kiste. Du musst ja nicht nach vorn gucken, du kannst nicht mal rausgucken, du guckst dich an oder was auch immer, wo du hinguckst. Hauptsache, du hast ein Android-Betriebssystem. Und machst auf deinem Tablet irgendwelche Sachen, wo du bei Google irgendwelche Dinge kaufst. Also das wäre sozusagen Auto neu erfunden auf Google-Basis. Du sollst jetzt, heute geht es natürlich nicht um Autos neu zu erfinden, sondern es geht um dich. Also was kannst du daraus lernen? Das Erste, was du lernen solltest, ist die Methode, dir jemanden herauszusuchen, ein Idol oder ein Unternehmen oder einen Menschen, der irgendetwas in deiner Art und Weise tut, also den du magst und dich dann fragen, wie würde der oder die jetzt meine aktuelle Fragestellung, was würde der machen gerade? Das ist eine sehr, sehr, also die führt zu guten Ergebnissen, diese Methode. Ja? Führt dann zu guten Ergebnissen bei Menschen, die solche Idole haben. Andere Menschen, die nicht irgendwie Idole haben, gibt es auch. Die tun sich damit sehr schwer, weil sie gar nicht wissen, wofür stehen denn diese Idole. Ja, die sind da nicht so tief drin. Aber gut, für die gibt es die zweite Methode. Und die zweite Methode ist die, also ich nenne das immer die Und-Dann-Methode. Was bedeutet Und-Dann? Schau mal, ich frage dann immer in meinen Coachings, wenn es darum geht, sozusagen eine Idee noch größer zu machen, als sie bisher ist, frage ich, pass auf, wenn du jetzt unbegrenzt Geld hättest, also du würdest jetzt heute im Lotto gewinnen, ab morgen müsstest du nicht mehr arbeiten, nur noch wenn du willst. Was würdest du dann tun? Und wenn du mir darauf eine Antwort gibst, dann frage ich, okay,
Stell dir vor, das ist jetzt Realität. Und was würdest du dann tun? Also immer und dann, und dann. Und das über 4, 5, 6, 7 Stufen weg. Ich mach dir das mal, weil ich jetzt hier kein Coachy sozusagen an meiner Seite habe, wo ich dir das demonstrieren kann, versuche ich dir das mal an mir selbst zu demonstrieren. Ja? Also, ich bin heute Zukunftscoach. Ich leite das größte deutsche, das größte europäische Zukunftsforschungsunternehmen To Be Ahead. Ich bin Zukunftscoach nicht nur für Unternehmen, sondern auch für Menschen. Ja, also für Menschen, die mehr von sich erwarten als sie heute schon haben, die für sich sozusagen die bestmögliche Zukunft entwickeln wollen. Und ich investiere auch noch in Startups. Das sind so die drei Dinge, die ich heute so mache. Und wenn ich mir jetzt die Frage stelle, okay. Und dieses, also wenn du jetzt irgendwie, aus welchen Gründen auch immer, morgen all diese drei Sachen abgeben würdest, hättest viel Geld, was würdest du dann tun? Dann komme ich ganz schnell selber auf die Idee, dass ich sagen würde, naja, wahrscheinlich würde ich mit meiner Familie nochmal ins Ausland gehen. Also richtig leben, jetzt nicht eine Auslandsreise und nicht eine Weltreise oder so ein Zeug, das mache ich nicht, sondern dort leben. Wahrscheinlich würde ich nach Silicon Valley gehen. Und irgendwie mir da ein Häuschen kaufen für meine Familie und meine Kinder gehen dort in die Schule. Das würde ich gerne mal probieren für ein paar Jahre. Okay, akzeptiert. Ja, jetzt bin ich wieder der Coach Sven. Dann sage ich zum Coachy Sven, Sven, super, klingt nach einem guten Plan. Und wenn das jetzt alles Realität wäre, also wenn du jetzt irgendwie im Silicon Valley wärst, du hättest dein Häuschen da, deine Kinder würden auf die Schule gehen, was würdest du dann machen? Dann würde ich wahrscheinlich an die Stanford University gehen, dort einen Lehrauftrag annehmen, also als Dozent oder als Professor, und würde versuchen, das, was ich über die Zukunft weiß, sozusagen weiterzugeben. Also würde einen Zukunftsforschungsstudiengang an der Stanford University anbieten. Sagt wieder der Coach Sven, super, guter Plan, sehr gut. Und dann, wenn du das hättest, wenn du jetzt Professor wärst in Stanford und so weiter, was dann? Dann sagt der Coach Sven, du, naja, dann hätte ich ja Studenten und die würden, wenn sie das ernst nehmen, was ich ihnen beibringe oder was ich versuche, gemeinsam mit ihnen zu entwickeln, dann würden die dort Startups gründen. Also ich würde ihnen helfen, Startups zu gründen. Sagt der Coach, super, jetzt gründen die Startups, was machst du dann? Ach ja, dann würde ich versuchen, vielleicht an diesen Startups beteiligt zu sein. Also ich würde denen als Erstinvestor helfen. Super Idee, was machst du dann? Oh, naja, nach ein paar Jahren, also wenn ich jedes Jahr sozusagen 10 Studenten helfe, da ihre Startups zu gründen, dann habe ich nach 5 Jahren irgendwie 50 Startups. Dann habe ich eine echte Beteiligung, also wirklich was viel wert ist sozusagen, an wachsenden, schnell wachsenden hoffentlich Startups. Dann bin ich einer der interessanten Startup-Investoren im Silicon Valley und würde da eine Investmentgesellschaft und so weiter und so fort. Vielleicht ein Investmentfonds, keine Ahnung, irgendwie sowas. Ah ja, und dann, also du verstehst, was ich meine, ja? Und auf diesem Weg, auf diesem Und-Dann-Weg, hast du jetzt vielleicht schon gesehen, also an meinem banalen Beispiel, ich hoffe, es war dir nicht zu banal, aber an meinem Beispiel gesehen, da stecken verschiedene Zukunfts-Ichs drin. Ja, da steckt als erstes das Auslands-Ich drin, also im Ausland leben, dann steckt das Stanford, also das Professorsein in Stanford-Ich drin, dann steckt das Investoren-Ich und so weiter und so fort. Genauso ist das bei dir auch. Also, wenn du versuchen willst oder wenn du das Gefühl hast, meine Ideen sind noch nicht so richtig groß genug, die sollen noch irgendwie größer sein und die anderen erzählen mir immer größer denken, dann mach einfach die Und-Dann-Methode. Sie ist die effektivste und für alle mit einfachstem Einsatz, also die unkomplizierteste Methode, mit der man am schnellsten zu größer Denken kommt. Und wenn es halt 10-mal größer sein muss, dann musst du dir vielleicht 10-mal die Frage Und-Dann stellen. Das Wichtige an der Sache oder eine wichtige Sache ist, bitte, wenn du auf so einem Und-Dann-Weg bist, auf so einem 10-mal größer Weg bist, bitte die Bewertung, ob du das gut oder schlecht findest, was da gerade an Gedanken aus dir rauspurzelt, erst hinterher. Bitte nicht schon während du irgendwie irgendwelche Pläne machst, irgendwie bewerten. Also ethisch, moralisch, geht denn das, darf ich das, macht das meine Familie mit, was auch immer. Das bitte hinterher. Natürlich musst du das irgendwann bewerten, das ist ja logisch. Jeder muss das irgendwann sagen, ist das realistisch, will ich das nicht. Ohne jede Frage. Aber bitte nicht, mach dir nicht deinen Denkweg sozusagen, um größer zu denken, kaputt durch irgendwelche Bewertungen schon zwischendurch. Die kommen erst am Ende. Naja,
Und wenn du es noch ein bisschen, wie soll ich sagen, die Erklärung noch ein bisschen professioneller haben willst, dann kannst du dir sehr gern mal die zweite Phase meiner Methode auf dem Weg zum Zukunfts-Ich, zu deinem Zukunfts-Ich anschauen. In der ersten Phase ist es so, da entdecken wir sozusagen den Möglichkeitenraum. In der zweiten Phase, da entdecken wir oder da entwickeln wir die einzelnen eigenen Entwicklungsmöglichkeiten, Entwicklungswege innerhalb dieses Möglichkeitenraumes. Ja, wahrscheinlich sogar die Methode des ersten Teils und die Methode des zweiten Teils sind für dich, wenn du diese Frage hast, wie man denn eigentlich größer denkt, sind für dich wirklich wichtig. Und jetzt gebe ich dir noch ein paar Beispiele, damit du auch verstehst, was ich mit größer Denken meine, dass ich mit größer Denken nicht nur meine, wie soll ich sagen, wir kaufen uns nächstes Jahr mal ein neues Auto oder machen mal eine Urlaubsreise, sondern mit größer Denken kann man durchaus was anderes meinen. Also ein Beispiel, eine junge Dame, Racheli Wismann heißt sie, ist Israelin, habe sie kennengelernt an der Hebräischen Universität Jerusalem, Außenstelle Tel Aviv, in der landwirtschaftlichen Fakultät, wo ich mir mal ein bisschen Technologie angeschaut habe, und dann laufe ich da zurück, bin schon auf dem Rückweg, laufe dort durch so einen Kellergang und sehe, also schaue links und rechts in die Labore hinein, da waren so Labore mit irgendwelchen Geräten, und da guckt die mich an. Und weil ich ein bisschen neugierig bin, frage ich sie, was machst denn du, und erklär mir mal und so weiter, und da erklärt die mir dass sie dort eine Maschine hat, das sah aus wie eine, wie halt so eine Labormaschine aussieht, also nichts Besonderes. Ja? Aber sie sagt, das ist eine Maschine, die kann Fleisch drucken, also ein 3D-Drucker, der Fleisch drucken kann. Und ich sagte, hui, das ist aber interessant. Also wenn der das wirklich kann, dann hast du ja einen absoluten Milliardenmarkt vor dir weltweit. Jetzt beweisen wir mal, dass das kann und so weiter. Ich habe dann den Scheck, den ersten Investment-Scheck geschrieben für mich. Kleine Summe, also jetzt nichts wahnsinnig Großes, aber ich wollte dabei sein, weil ich mir dachte, Mensch, wenn die das wirklich kann, dann wird das richtig groß. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, es hat 18 Monate gedauert. Dann hatte ich ihr geholfen, ihr Startup zu gründen. Natürlich nicht alleine, waren noch ein paar andere mit dabei, logischerweise. Und nach 18 Monaten war dieses Startup an der Börse. Also nach 18 Monaten war Börsengang an der Tel Aviv Stock Exchange. Am Tag des Börsenganges war die Bewertung 50 Millionen. Also bitte erzähl mir nicht, dass es bei Großdenken nur um die nächste Urlaubsreise geht. Bei Großdenken kann es muss nicht, es kann auch ein Stück kleiner sein, aber bei Großdenken kann es um 50 Millionen, ein 50 Millionen Unternehmen in 18 Monaten geben. Und 50 Millionen ist natürlich jetzt nicht die Obergrenze. Ja? Das ist nur das, was nach 18 Monaten eben erreicht ist. Lass uns mal 36 Monate abwarten und wie das dann so weitergeht. Anderes Beispiel, Xiaxi Wei, das ist auch eine junge Forscherin, die ich kennengelernt habe, die von sich aus, der musste ich gar nicht viel machen, ehrlich gesagt. Ich muss dir nur so ein bisschen den Weg zeigen. Groß gedacht hat sie von sich aus. Warum hat sie groß gedacht? Weil sie aus einer Familie kommt, wo der Großvater leider sterben musste, weil er ein Problem mit seinem Herzen hatte. Und es gab kein Spenderherz zu dieser Zeit. Also mit Spenderherz hätte er gerettet werden können, gab es nicht, deshalb musste er sterben. Und diese junge Dame hat damals gesagt, als ihr Großvater gestorben ist, ich werde das ändern. Ich möchte dafür sorgen, dazu beitragen, dass in dieser Welt nicht mehr so viele Menschen sterben müssen, weil es kein Spenderorgan gibt. Was hat sie gemacht? Sie hat sich vorgenommen, ich werde es möglich machen, dass man Spenderorgane, also die irgendwo gespendet werden auf der Welt, dass man die einfrieren kann und dann transportieren kann. Das kann man nämlich bisher nicht. Also wenn man heute irgendwie Organe einfriert, kann man machen, aber wenn man sie auftaut, funktionieren sie nicht mehr, weil die Kristalle in diesem Eis haben sozusagen das Gewebe kaputt gemacht. Funktioniert nicht mehr. Und diese junge Dame hat sie auf den Weg gemacht. Ich habe ihr, wie gesagt, ein bisschen geholfen. Das dauert jetzt schon 6 Jahre. Das ist jetzt keine 18 Monate, das dauert schon 6 Jahre. Die hat in Tiefseefischen, in Arktisfischen, hat die entdeckt, dass Arktisfische manchmal einfrieren und wieder auftauen. Das ist ganz natürlich, weil es da oben halt manchmal friert und so. Und wenn die wieder auftauen, dann schwimmen die weiter. Und die hat sich gefragt, Mensch, wie machen die das? Wenn ich das verstehen würde, könnte ich das ja auch auf mehr Herzen anwenden sozusagen. Und dann hat die tatsächlich in diesen Fischen eine Molekülstruktur gefunden, die verhindert, dass Flüssigkeiten, wenn sie gefrieren, dass sie Kristalle bilden. Dann hat sie gesagt, okay, wenn ich diese Molekülstruktur jetzt noch
künstlich, also industriell herstellen könnte, dann könnte das mit dem Einfrieren von Herzen und so weiter funktionieren. Also, lange Rede, kurzer Sinn, ihr werdet es wahrscheinlich in diesem Jahr, ich verspreche euch, es wird wahrscheinlich im Jahr 2021 sein, werdet ihr in der Zeitung lesen, dass die erste interkontinentale Herztransplantation stattgefunden hat. Was heißt interkontinental? Ein Herz wird in den USA, in Baltimore, dort ist das bekannteste Hospital, also das bekannteste Krankenhaus in den USA, Johns Hopkins, dort wird dieses Herz entnommen, eingefroren, in den Flieger gepackt, wird nach Europa geflogen. Ich darf noch nicht sagen, in welche Stadt, aber es steht schon fest. Dort wird es ausgepackt, aufgetaut und wieder eingesetzt. Zum ersten Mal in der Weltgeschichte. Wenn das diese Frau schafft, dann schreibt sie Geschichte. Und dann rettet sie, also nicht nur ihr Bankkonto, weil das, da muss sie sich dann keine Gedanken mehr drüber machen, sondern sehr, sehr viel Leben in dieser Welt. Also auch das ist in einem Möglichkeitenraum drin, wenn man möchte. Wenn man viel reingibt. Und wenn man den Möglichkeitenraum groß genug macht. Naja, es gibt auch kleinere Möglichkeitenräume, ist völlig klar. Das Einzige, was ich dir an dieser Stelle eigentlich sagen wollte, ist, ich wollte dir diese Frage beantworten, wie macht man das, dieses Größerdenken? Und diese zwei Methoden solltest du dir irgendwo notieren, solltest du dir für irgendeine Situation, wo du es mal brauchst, tatsächlich parat haben. Also erstens Idole suchen und sich fragen, was würden die in meiner Situation machen? Und die zweite Methode war diese Und-Dann-Methode. Und dann, und dann, und dann, und dann, und dann. Und wenn du jetzt wissen willst, wie groß dein Möglichkeitenraum ist, also wie deine Welt in den nächsten 10 Jahren aussieht, wie dein Umfeld aussieht, innerhalb dieses Umfeldes du dann dein Zukunfts-Ich dir selber entwickeln kannst, dir selber bauen kannst, dann solltest du natürlich logischerweise das lesen, was Zukunftsforscher schreiben, ja? Bücher lesen. Und wenn du nicht so viele Bücher lesen willst, weil das, weiß ich nicht, zu anstrengend ist oder das zu viel Zeit kostet oder wie auch immer, dann gibt es eine zweite Möglichkeit, dann kannst du dir nämlich einfach meinen Online-Kurs holen. In diesem Online-Kurs habe ich sehr knapp, aber sehr präzise die wichtigsten Prognosen für die nächsten 10 Jahre, für die wichtigsten Bereiche des Lebens zusammengefasst. Das sind 10 Lektionen, also du brauchst 10 Abende. Schaust dir jeden Abend so eine Lektion an, dauert eine Stunde oder vielleicht auch ein kleines bisschen mehr, aber nicht länger, also ungefähr so Spielfilmlänge. Jeden Abend eine Lektion, nach 10 Abenden hast du ein sehr, sehr komplettes, sehr, sehr umfassendes und vor allem ein präzises Bild, was da in deinem Umfeld in den nächsten 10 Jahren entsteht. Und das ist quasi die beste Ausgangsposition, um dir deinen eigenen Möglichkeitenraum zu schaffen. Übrigens sind da nicht nur Technologieprognosen drin, sondern auch solche Fragen wie, wird man mit dieser Technologie eigentlich, werden wir Menschen glücklicher sein in 10 Jahren? Und was müssen wir tun, um glücklicher zu sein? Oder wie ist denn das mit Liebe und Partnerschaft? Ja, welche Auswirkungen hat denn das sozusagen, die ganze Geschichte, auf mein Privatleben? Oder solche Fragen wie, werden wir eigentlich dümmer sein als die künstliche Intelligenz, wir Menschen? Oder wird die künstliche Intelligenz intelligenter als wir? Und was passiert dann? Ja, also all diese Fragen sind dort mit beantwortet. Kleine Empfehlung, hol dir diesen Online-Kurs, ist der effizienteste Weg, dir deinen Möglichkeitenraum für die nächsten 10 Jahre vor Augen zu bringen und dann dein Zukunfts-Ich da drin zu bauen. Den Link dazu zum Online-Kurs findest du wie immer unter diesem Video. Und damit wünsche ich dir eine wunderbare Woche und eine mega große Zukunft.